Buongiorno. Das ist Italienisch und das heißt so viel wie Hallo, guten Tag, guten Morgen, was weiß ich. Italienisch, weil wir immer noch in Italien sind, jetzt allerdings in Rom in einem sehr stylischen Bahnhof. Da ich Erdkunde-LKler war, kann ich euch sagen, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist. Das da hinten ist unsere Unterkunft, die wir jetzt verlassen haben, um mit der Metro in die Innenstadt zu kommen. Wenn wir die finden. Die Metrostation ist 20 Minuten von unserer Unterkunft entfernt. Und diese 20 Minuten sind wir jetzt gelaufen und im Endeffekt sind wir jetzt wieder an dem Bahnhof rausgekommen, an dem wir auch angekommen sind. Ekelhaft, das hässlichste Auto, was je produziert wurde. So, was ihr jetzt hinter mir seht, das ist das Kolosseum. Das hat bestimmt schon jeder mal gesehen, das brauche ich nicht zu erklären. Das ist voll groß und voll schön. Da ist auch eine ziemlich große Baustelle hinter und wir versuchen da jetzt irgendwie runterzukommen, aber hier ist überall Zaun und da unten muss man Eintritt bezahlen und das ist irgendwie voll blöd. Wir probieren es trotzdem. Wir sind jetzt hier unten hingekommen, stehen direkt neben dem Ohr, laufen direkt neben dem Kolosseum entlang. Und es ist schon recht beeindruckend, das mal zu sehen, wie hoch das ist und was alles noch so drumrum ist. Beeindruckend. Man wird hier auf jeden Fall von unglaublich vielen Leuten angequatscht, ob man nicht vielleicht irgendwie so ein Freundschaftsbändchen haben möchte. Ganz ehrlich, wer kauft denn sowas? Also. Thies hat dem Typen dann 2 Euro gegeben. Es ist wirklich krasser als in jeder anderen Großstadt, in der ich bis jetzt war. Teilweise wirklich unverschämt. Also falls ihr mal in Rom seid, passt auf und lasst euch nichts anquatschen. Das, was ihr jetzt hinter mir seht, ich hoffe, das geht so, ist der Circus Maximus, beziehungsweise das, was noch davon übrig geblieben ist, weil viel ist das nicht mehr. Früher haben hier Kämpfe und Pferderennen und was weiß ich stattgefunden, heute nicht mehr. Kinder, es ist Zeit für ein bisschen Geschichtsunterricht. Also wir sind ja gerade am Tiber und irgendwo hier in der Nähe sind damals diese 2 kleinen Kinder gestrandet, Romulus und Remus. Und die wurden dann von so einer Wölfin aufgezogen und irgendwann hat Romulus Remus umgebracht. Und da hat er Rom gegründet. Was wird Rem heißen? Ich meine, es gibt schlechtere Gründe, seinen Bruder umzubringen, oder? Auf dem Weg nach Hause. Unsere Füße tun einfach nur weh, weil wir den ganzen Tag rumgelatscht sind. Über Kopfsteinpflaster, die ganze Zeit nur über Kopfsteinpflaster. Dafür haben wir nicht das richtige Schuhwerk. Nee. Jetzt gehen wir noch essen. Ich habe jetzt mein Essen bekommen. Pizza. Marc hat sich einen Dönerteller bestellt, Thies hat sich 2 Döner bestellt. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil er hungrig ist. Aber das dauert noch ein bisschen, weil das Fleisch wurde gerade erst aufgespießt. Und wo ich jetzt hier gerade beim Essen bin, denke ich an einen guten Freund von mir, Adrian Scheibe. Und ich soll ihn grüßen, er hat sich das so doll gewünscht. Adi, Grüße gehen an dich, ich hoffe, du wirst nicht zu hungrig. Ein wunderschönes Halli, Hallo, Hallöchen an alle da draußen. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg zu einem Brunnen, zu dem Thies unbedingt hin will, damit er da 1 Cent einwerfen kann, damit er auch mal wieder Glück hat. Das hat meine Oma auch schon gemacht. Genau, seine Oma hat da auch schon mal 1 Cent eingeworfen und die hat jetzt voll Glück immer und das will Thies auch. Beinahe hätte ich den Brunnen übersehen, weil ich dachte, das wäre ein Delfinbecken. Thies, hol deinen Cent raus und schmeiß ihn da rein. Hoffentlich ist das der richtige Brunnen. Sonst hast du irgendwie dein ganzes Leben lang Pech oder so. Wirf die Münze in das Wasser des Schicksalsbrunnens. Die kann nur zerstört werden, wo sie gefällt. Das war's? Aha, jetzt okay. Hab ich Glück.
Hier sind auch überall Polizisten unterwegs, hier hinter mir beispielsweise. Und was wir gerade mitbekommen haben, da mussten zwei Leute ein Foto löschen, weil sie sich einfach auf den Rand gesetzt haben. Und das ist anscheinend nicht erlaubt. Man darf das Wasser auch nicht berühren, also recht strenge Regelung. Meine Fresse, ist hier was los. Falls man das im Hintergrund hört, die Pfeifen, das sind die Polizisten, die die ganze Zeit irgendwelche Leute wegpfeifen. Also, ganz ehrlich, ist ein geiler Brunnen. Und sehr beeindruckend groß, aber mir persönlich zu viel los. Auf dem Weg zum nächsten Stopp sagt uns Google Maps gerade, dass wir auch noch am Pantheon vorbei können. Keiner von uns weiß genau, was das ist, aber wir nehmen es einfach noch mit. Und es klingt irgendwie nach was Besonderem. Okay, wir sind jetzt im Pantheon drin und wir haben so ungefähr rausgefunden, was es ist. Es ist eine Kirche. Eine verdammt große Kirche und eine sehr alte Kirche. Und ich drehe mich im Kreis, damit ihr so einen ungefähren Eindruck bekommt, was das hier alles ist. Krass, oder? Weg vom Pantheon und wieder in einer der unendlichen Gassen Roms. Und ich habe jetzt gleich einen Termin. Es ist gleich 17 Uhr und jetzt kann ich auflösen. Ich habe einen Termin in einem Tattoo-Studio. Und ich weiß, ich habe lange drüber nachgedacht und ich weiß auch, dass es einige Menschen in meinem Umfeld gibt, die ein bisschen was dagegen haben. Mama, Papa, ich habe euch trotzdem lieb, ehrlich. Und ich habe lange drüber nachgedacht und habe mich jetzt dafür entschieden. Und ja, jetzt geht's zu Urban Tattoo. Warum machst du denn eigentlich keine Ananas? Ich habe ja noch einen anderen Arm frei. Da ist das Teil. Wir sind fertig, beziehungsweise er ist fertig. Und wie war's? Also ganz ehrlich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also es gibt, also er hat das mit zwei verschiedenen Nadeln gemacht. Einmal mit so einer Schattierungsnadel und einmal mit so einer ganz dünnen. Die dünne hat mehr wehgetan, aber stellt euch einfach vor, ihr würdet die ganze Zeit mit so einer Stechnadel über eure Haut kratzen, immer wieder. Tut schon weh, aber ist aushaltbar. Hört sich doch gut an. Ja, und ich bin froh. Ich bin froh mit dem Tattoo. Das ist echt gut geworden. Ja, mal schauen, wie es dann aussieht, so unter Licht und so. Ja, so unter Licht. Der hat es nämlich im Licht. Der hat es nämlich im Dunkeln gemacht. Und mit zwei Augen zu. Genau. Moin! Spätestens nach dem Tattoo muss ich jetzt langsam anfangen, etwas zurückhaltender zu leben, denn so ein Tattoo frisst schon ein bisschen Geld. Heute steht jetzt wirklich das Kolosseum an und der Vatikan. Wir waren gerade im Supermarkt, haben nichts gekauft, denn wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Gehen jetzt zum Bahnhof und sehen uns dann im Kolosseum wieder. Ach ja, Zebrastreifen bedeutet in Rom ungefähr so viel. Vielleicht hast du den Hauch einer Chance, hier an dieser Stelle eventuell rüberzukommen. Gleichbedeutend mit einer grünen Ampel. Ja, also was hier Verkehr angeht und Straßenverkehrsordnungen regeln, was weiß ich. Alter Falter, gerade bei Kreuzungen, die biegen ab, wie sie wollen und tupen sich dann gegenseitig an. Das ist manchmal ganz unterhaltsam. Ich stehe jetzt hier im Eingang vom Kolosseum, mittendrin. Und warte auf Thies und Mark, die nochmal zurückgeschickt wurden, weil sie beide ein Taschenmesser dabei hatten und blöderweise nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen sind. So, sie mussten jetzt. So, ich wurde gerade aufgefordert, das Video nicht weiterzuführen, weil man da in dem Bereich anscheinend nicht filmen darf. Im Endeffekt ging das dann einfach nur so aus, dass Thies und Mark ihre Messer jetzt irgendwo da draußen vergraben durften und sich nochmal anstellen durften.
Aber jetzt stehen wir in der Schlange zum Bezahlen. Noch eine Schlange. Ganz ehrlich, das ist alles hier ziemlich beschissen organisiert. Gerade mit dem Bezahlen und dem ganzen Scheiß. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir sind innen drin. Wir haben unsere Tickets. Und wir laufen jetzt geradeaus ins Kolosseum. Das, was ihr da hinter mir seht, sind die Katakomben, die Kellerräume des Kolosseums, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Da war früher natürlich noch der Boden drauf, wo dann die Kämpfe stattgefunden hat. Und da unten waren dann halt, da unten wurden die Tiere gehalten, da waren die Umkleidekabinen der Gladiatoren, Catering, das, was man halt so braucht vor einem Kampf. Das Besondere, nicht nur am Kolosseum, sondern an diesen römischen Gebäuden an sich, ist ja, dass die damals schon krass fortschrittlich waren. So konnte man beispielsweise das ganze Kolosseum komplett fluten, was durch überirdische Wasserleitungen, Wasserbrücken möglich war. Außerdem wurden im Kolosseum schon die ersten Aufzüge so gebaut, damit man die Tiere, gegen die gekämpft wurde, nicht persönlich hochbringen musste, sondern dass halt alles mehr oder weniger automatisiert war. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Da hinten ist so ein Aufzug. Wir haben es jetzt auf einen der Oberringe geschafft. Und hier saßen bestimmt auch mal Leute drauf und haben sich dann die Kämpfe da unten angeguckt. Mehr kann ich euch zu den Oberringen jetzt leider nicht sagen, Thies. Ich weiß auch nicht. Tja, hätten wir mal besser in Geschichte aufgepasst. Wieder draußen. Wahrscheinlich geht es jetzt gleich noch zum Vatikan, wenn da nicht so eine riesenlange Schlange ist. Aber was man hier noch im Hintergrund sieht, diese zwei, sag ich mal, abgebrochenen Ringe, die gingen damals noch mal ganz rum, und in den Fenstern, die man hier hinten sieht, standen auch noch überall Figuren drin. Also es ist alles so ein bisschen heruntergekommen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das schon ein paar tausend Jährchen alt ist. Nach 54 Minuten Fußweg vom Kolosseum aus sind wir dann tatsächlich mal beim Vatikan angekommen. Ein Katzensprung. Wir befinden uns jetzt hier, wie man das sehen kann. Ich walke mal ein bisschen da. Das, was ihr jetzt hier seht, ja, ist der Petersdom, und es ist voll so der heilige Dom und riesig und voll wichtig und heilig. Und unmittelbar nördlich vom Petersdom ist die Sixtinische Kapelle, und da ist so ein Schornstein, und immer wenn da weißer Rauch rauskommt, hat man einen neuen Papst gewählt. Und das ist halt in der gerade bei den Katholiken sehr, sehr wichtig. Und ich fühle auch schon krass die Spirit hier. Ja. Obwohl ich evangelisch bin, spüre ich dieses Spirit. Und da oben steht der Papst. Dieses längliche Gebilde hinter mir ist übrigens, soweit ich weiß, der ägyptische Obelisk. Und der ist sehr groß und steht in der Mitte vom Petersplatz. Und der Legende nach soll in dem Fuß Obelisken da die Asche von Caesar sein. Oben auf dem Obelisken ein Teil vom Kreuz sein, auf dem Jesus dran geschlagen wurde. Also teures Teil. Das waren jetzt alle Eindrücke, die wir aus Rom mitgenommen haben. Wirklich eine tolle Stadt mit beeindruckend vielen Gebäuden, alten Gebäuden, großen Gebäuden. Wirklich sehr schön. Einziger Nachteil waren wirklich die krassen Menschenmengen. Und durch diese krassen Menschenmengen kommen dann natürlich auch viele Straßenverkäufer, Leute, die dich die ganze Zeit verarschen wollen, beziehungsweise halt alle nur an dein Geld wollen. Aber alles in allem ist Rom schon eine coole Stadt, oder? Ja. Nächster Stopp, Nizza. Bis dann.